بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. موضوع الحياة العائلية الموفقة هو من المواضيع التي غالب أفراد المجتمع بحاجة لها وإن لم يعترفوا بذلك، والمشكلة ليس هنالك اعتراف ليس فقط الحاجة لهذا الموضوع، بل الكثير منهم يدعون الكمال ويدعون عدم الخطأ في سلوكهم وحياتهم الأسرية والعائلية والاجتماعية وغيرها، فلذلك يقعون في الأخطاء ولكن يحاولوا أن يغلقوا عيونهم عن تلك الأخطاء. Also ohne jeden Zweifel ist die Thematik, wie führt man ein erfolgreiches Familienleben, von unermesslich hoher Bedeutung. Und auch wenn man das, und die Gesellschaft hat einen großen Bedarf, diese Thematik also zu behandeln, diesbezügliche Fragen zu klären, auch wenn die meisten Mitglieder der Gesellschaft das sich nicht eingestehen wollen, mehr noch sogar behaupten, in den Angelegenheiten perfekt und vollkommen zu sein. Das ist auch schon das größte Grundproblem, dass sie diese Einstellung haben. Also dass niemand daran arbeiten möchte, sondern sich jeder, die meisten sich hier für perfekt und fehlerlos halten. وأوسع من دائرة الحياة الزوجية، ربما العلاقة مع الأسرة من الأقارب والأرحام والأسرة أو الأقارب الذين ينتسبون للإنسان نسبا أو سببا، وفرق بين العلاقة السببية والعلاقة النسبية. وعموما هنالك حديث مضمونه الناس عيال الله، الناس عيال الله، فأفضل أو أحسنكم لعياله، يعني من كان هو أفضل موجود للناس. يبتني بحثنا على نقطة مهمة، وهي نبذ الأنانية أو ما يسمى بنكران الذات. الإنسان الذي يحمل حب الذات بالمعنى الأخص ولا يفكر إلا بنفسه ولا يريد الأمور إلا لمصلحته شخصيا ولا يفكر بمصلحة الآخرين، هذا الإنسان لا يمكن أن يكون موفقا بحياته. Wenn wir von Familien Leben reden, in diesem Zusammenhang, in dem Zusammenhang unserer Thematik, dann meinen wir natürlich nicht nur die Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern das ist eine besondere Beziehung, sondern wir reden von Familienleben im allgemeineren Sinne. Also nicht nur die Beziehung zwischen Mann und Frau, sondern auch die Beziehung zu den übrigen Mitgliedern der Familie und der Verwandtschaft von nah und fern. Also die verwandtschaftlichen Beziehungen, die wir aufgrund von unserer Herkunft haben oder aber durch andere Gründe und Ursachen wie Anheiraten und so weiter und so fort. Also angeheiratete Mitglieder und eigene Familienmitglieder. Also im weitestgehendsten Sinne. In einer Überlieferung wird gesagt, dass die Menschheit als solche, also die Menschen insgesamt oder überhaupt, der Haushalt Gottes sind. Und der Prophet hat betont, dass der Beste von den Menschen derjenige ist, der den Menschen am nützlichsten ist, beziehungsweise der am besten zu ihnen ist. Und diese und andere Überlieferungen
sicherlich führen uns zu dem Fokus der unserer Thematik oder dieser Thematik, die sich im Egoismus darstellt, in der Egozentrik darstellt, auch kann man sagen, dass also die wenn und hier ist das Problem, wer immer, dass ein Mensch, der von diesem Leiden befallen ist, von diesem Laster der Egozentrik befallen ist, einmal eigentlich in so gut wie keiner Sache in seinem Leben mehr wirklich erfolgreich sein kann. Aber weiter. فلذلك هذه النقطة أو هذا الأساس الذي يمكن أن يكون هو ركيزة بحثنا تقريبا نبذل يعني ما نسميه بنكران الذات أو حب الذات ونبذ ذلك يعني إبعاده عن النفس وإنما الإنسان يفكر أن يكون دائما منارا لغيره يعني أن ينير الدرب لغيره كالشمعة تحترق فحتى تضيء للآخرين الإنسان المعطاء كالأنبياء والأولياء هم مصداق ذلك فإنهم لا ينظرون لأنفسهم لا ينظرون إلى مصالحهم الشخصية والذاتية وإنما دائما يفكرون بمصلحة المجتمع عامة وحتى بمصلحة أعدائهم لا لأنه هنالك الكثير ممن يضر بنفسه وهو لا يعلم أنه يضر بنفسه فلذلك علينا أن ننتبه لهذه النقطة إذا أردنا أن نكون أن نعيش حياة موفقة علينا أن نبعد عن أنفسنا حب الذات والمثل المعروف كل يجر النار إلى فرصه يعني لماذا تقتلون الناس؟ يقول لك مصالحنا تقتضي ذلك لماذا تكذب على الناس؟ مصالحنا تقتضي ذلك لماذا تسرق الناس؟ مصالحنا تقتضي ذلك فكل من يعمل هذه الأعمال ينظر لها بمنظار مصلحته الخاصة ولذلك يكثر الظلم لذلك تحدث المشاكل فإذن هذه الأمور لابد وأن نبعد أنفسنا عنها حتى نبدأ بحياة اجتماعية عائلية موفقة إن شاء الله. Die Lösung des Problems besteht im Großen und Ganzen darin, diesen Egoismus zu überwinden. Diese Selbstsüchtigkeit, so wie es auch beschrieben hat, zu überwinden und aufzugeben. Und hier ist zweifellos also das Vorbild der Propheten und ihrer Lebensführung ein unvergleichliches Vorbild, die eben auch durch ihre Lebensführung lebensweise aufgezeigt haben, dass ein Mensch mehr ist als nur für sich selbst, sondern dass er auch vor allem dafür dazu da ist, auch den anderen nützlich zu sein und nicht nur seinen eigenen Weg zu erhellen, sondern auch den Weg der anderen zu erhellen und dass er nicht nur zum Nehmen, sondern auch zum Geben auf der Welt ist. Erfolg im Leben ist im Grunde immer daran geknüpft, oder echter Erfolg im Leben ist immer daran geknüpft, diese Selbstsucht und diese Eigennützigkeit und diesen Egoismus zu überwinden. Solange eine Gesellschaft das nicht vermag, wird sie auch zu keinem erfolgreichen gesellschaftlichen Leben finden können, weil die Gefahren, die von dieser Selbstsucht und diesem Egoismus ausgehen, sind also unsäglich groß und und alle Unrechte und Verbrechen gehen letztlich, berufen sich auf eigennützige Interessen. Das war nicht so. Es war für unseren Vorteil wichtig, so zu handeln, für unseren Vorteil wichtig, so oder so zu handeln. النقطة الثانية التي يجب أن نلحظها فيما يرتبط بالحياة العائلية الموفقة هو الأمل وعدم اليأس. من الطبيعي الإنسان من أجل أن يحقق لنفسه حياة طيبة فيسلك عدة مسالك فأحيانا يسلك طريقا فيراه مغلقا ثم يسلك طريقا آخر أيضا يراه مغلقا
وهكذا يبقى يتنقل من طريق إلى طريق. لو غلقت كل الطرق أمامه المفروض أن لا ييأس، وإنما يقول أنا قادر على أن أجد حلا لذلك. وعلميا حتى هذا الأمر ثابت فيما يرتبط بالتلقين، تلقين النفس. الإنسان عندما يلقن نفسه حتى لو كان مريضا، إذا لقن نفسه بعدم المرض فإنه سيشفى. وأيضا العكس، يعني علميا هذا الأمر ثابت. فلذلك الحديث الشريف يقول تفألوا بالخير تجدوه، ولا تتفأل بالشر. فلا بد لك من أن تحافظ على الأمل، أن يكون لديك أمل بالنجاح في صراع الحياة، ولا تستسلم لمشاكل الحياة. Der zweite Punkt ist der, dass wir im Rahmen des Familienlebens natürlich verschiedene Wege gehen und ausprobieren. Und das, oder da kommt es häufig vor, dass wir von einer Einbahnstraße in die andere geraten, von einer Sackgasse in die andere kommen, auf dem Weg oder auf der, bei unserer Suche nach zum Erfolg führenden Weg. In diesem Sinne dürfen wir auf jeden Fall nicht verzweifelt sein, sondern wir sollen immer daran denken, oder es ist immer notwendig, hoffnungsvoll und positiv zu denken. Das ist ein Umstand, der auch in den modernen Naturwissenschaften nachvollzogen wurde, welchen Einfluss positives Denken also auf das Leben der Menschen hat und welchen negativen Einfluss pessimistisches Denken auf die Lebensweise der Menschen letzten Endes hat. Nicht zuletzt heißt es hier in einer Überlieferung auch, sagen, denkt positiv, dann werdet ihr also das auch finden. Oder erwartet das Gute, dann werdet ihr es finden. Geht vom Guten aus, nochmal eine andere Möglichkeit der Übersetzung wäre, geht vom Guten aus, dann werdet ihr es auch wiederfinden oder vorfinden. فهذه النقطة الثانية، النقطة الثالثة التي أيضا يجب أن ننتبه إليها، عندنا آية في القرآن الكريم تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وطبعا إذا رجعنا إلى تفسير الآية، المقصود من التغيير ليس التغيير الظاهري، وإنما المراد التغيير الباطني. فمقصودي من هذه النقطة الثالثة، الإنسان الذي يريد أن يكون موفقاً في حياته يجب أن يلتزم بالضوابط الخالق وضوابط التي جعلها من هو أرأف بنا منا، وهو الله سبحانه وتعالى. وهذا يحتاج إلى طبعاً تقوية عرى الإيمان بعد معرفة حقيقة الإيمان. ولا يكفي الإيمان التقليدي والإيمان الظاهري، وإنما لا بد من التعمق في ما يرتبط بالعقيدة، وحينئذ سيندمج مع النظام الإلهي الذي وضعه رب العالمين لحياة الإنسان. أما أن يأخذ الأمور مثل ما يقال wrong way، يعني كلها بالعكس، يعني عندنا حلال وعندنا حرام وعندنا واجب وعندنا مستحب ومكروه وكذا، فالإنسان الذي يخالف هذه الأمور وفي نفس الوقت يريد ماذا؟ حياة موفقة، هذا أمر، يعني هذا أمران لا يجتمعان، كالذي يذهب إلى الطبيب يطلب من الطبيب دواء ليشفيه من المرض، فالطبيب يعطيه دواء ويحذره من بعض الأمور مثلا، فهو لا يلتزم لا بالدواء ولا يلتزم بهذه الإرشادات التي يعطيها الطبيب، فكيف يحصل على الشفاء حينئذ؟ فهذه الضابطة من الضوابط المهمة، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
Im Koran gibt es eine Stelle, in der Gott der Erhabene sagt, dass er den Zustand eines Volkes oder einer Gemeinschaft, also Volk heißt hier Menschen, die zueinander stehen, Menschen, die zueinander, das kommt von Qama, Qaum, kommt von Qama, also zueinander stehen, also Menschen, die zusammengehören in irgendeiner Weise, dass er deren Zustand oder deren Befinden nicht verändert, bevor die nicht verändern, was in ihren Seelen ist. Mit anderen Worten, also wir sehen, wenn wir diesen Vers halt näher betrachten, dass es nicht um äußere Veränderungen geht, sondern dass entscheidend die substanziellen, wesentlichen Veränderungen sind. Für ein erfolgreiches Familienleben gelten dieselben Regeln. Wenn man Erfolg haben möchte, muss man nach den Regeln des Erfolgs spielen. Man kann nicht gegen die Regeln des Erfolgs spielen und handeln und dann ein erfolgreiches Ergebnis erzielen wollen. Wenn man irgendwie Patienten oder Krankheiten erfolgreich behandeln will, muss man nach den Regeln der Medizin spielen, nach den Regeln der Medizin, also das, was wirklich Medizin ist, und nicht nach irgendwelchen Überlegungen des Psychiaters natürlich, sondern nach den Tatsachen der Medizin muss man handeln und sich richten. Ansonsten kann man natürlich nicht erwarten, dass man die gewünschten Erfolge der Heilung erzielt. طبعاً احنا حديثنا هذا يرتبط ب يعني خطابنا يرتبط يعني بالمخاطب المسلم وليس خطابنا يرتبط بالمخاطب الغير المسلم. يعني لما نتكلم بهذه الأمور باعتبار أن المستمع لنا هو مسلم ويعتقد بالله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي خلقه وهو الذي يعرف مصلحته. Wir sollen natürlich daran denken, dass wir reden mit Muslimen in diesem Moment. Dementsprechend setzen wir natürlich Dinge hier voraus, die der Muslim ideologisch mitbringt. Ist klar. ونلاحظ اليوم هذه المشاكل الموجودة في العالم والعقل يرشدنا لهذا طبعا. القرآن يشير له ويقول ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. في الواقع الله لم يرد لنا الفساد. الله لا يريد لنا إلا الخير، خير الدنيا قبل الآخرة. البعض مع الأسف يعطي صورة تختلف عن هذه، أن الله خلص خلقنا في هذه الدنيا للبلاء، خلقنا الله للعناء، خلقنا الله للمرض، خلقنا الله للفقر، خلقنا الله للموت، خلقنا الله، يعني كأن الله موجود له عداوة مع هذا الإنسان، والأمر ليس كذلك. الله خلقنا وهو يريد لنا الخير، خلق لكم ما في السماوات والأرض وسخر لكم ما في السماوات والأرض. الله سبحانه وتعالى خلق كل شيء من أجل هذا الإنسان ومن أجل سعادته في الدنيا فضلا عن الآخرة، وسعادته في الدنيا مقدمة لسعادة الآخرة. وهذا التصوير مع الأسف يلقيه البعض حتى من علماء الإسلام، يلقوه على الناس حتى تصيبهم حالة اليأس، وخلص يستسلم للحالة التي هو فيها. الله خلص أراد لي هذا، الله أراد لي. وهذا نحن في الواقع عندما نرجع إلى النصوص، هذا الأمر لا نجده في النصوص، وإنما النصوص تقول الأمر يرتبط بتصرفاتكم، يرتبط بطريقة تفكيركم، يرتبط بنوعية علاقاتكم. فهذه هي النقطة الأخرى التي يجب أن ننتبه إليها. فلا نتصور أن الله سبحانه وتعالى لا يريد لنا الخير في هذه الدنيا. نحن الآن نقرأ في دعاء شهر رجب: يا من أرجوه لكل خير وآمن وسقط عند كل شر، يا من يعطي الكثير بالقليل، يا من يعطي من سأل، يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرف تحننا منه، اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا وجميع خير الآخرة. اعطني بمسألتي إياك جميع خير الدنيا. فالله سبحانه وتعالى أراد لنا الدنيا فيها خير، الدنيا هي مزرعة للآخرة كما قال مولانا أمير المؤمنين عليه السلام كما يروى عنه.
Der Koran führt uns zu einer weiteren Gesetzmäßigkeit. In einer Ayah heißt es, dass der Verderb zu Land und zum Wasser, zu Land und zu Land, Luft und Wasser, also zu Land und Wasser sichtbar geworden ist, deutlich geworden ist, der Verderb, Al-Fasad. Das führt uns zu der Frage, wie wir dieser Bima Kasabat Aydin verzeihen, durch das, was die Menschen bewirkt haben. Das heißt, diese Ayah zeigt uns auf, dass die unheilvollen Folgen auf das unheilvolle Wirken der Menschen zurückgehen. Und nicht etwa, wie manche versuchen, die Dinge hinzustellen, dass es Gott ist, der den Menschen dazu verdammt hat, in Armut zu leben, Leid und all diesen Missständen zu existieren, sondern dass es vielmehr so in dieser Beziehung zwischen Schöpfer und Geschöpf vielmehr so ist, dass es unheimlich viel abhängig davon ist, wie der Mensch mit Gott in seiner Beziehung zwischen Gott und ihm umgeht, wie er denkt, wie er fühlt, wie, welche Einstellung er diesbetreffend mit sich bringt. Im Gegenteil, er erschuf für euch, was in den Himmeln und was auf der Erde ist, heißt es im Koran. Khalaqa lakum, für euch. Das, was in den Himmeln ist und was auf der Erde ist. Und das ist ganz sicher nicht wenig. Sakhara lakum, khalaqa lakum, indat ibarat mujudat. Der Koran benutzt halt eine ganze Anzahl von Begrifflichkeiten. Zum Beispiel auch, er hat es euch dienstbar gemacht, er erschuf es für euch. Er hat es euch bereitgestellt und so weiter und so fort. Das führt uns zu der Erkenntnis, dass die Religion redet nicht nur von einer Seite und von einer Seite Leid und von der anderen Seite Glück und dass dieses Leid der einzige Weg wäre, dieses Glück zu erreichen, sondern davon, dass der Mensch nach der Glückseligkeit in dies und jenseits strecken soll. Mehr noch, dass die Glückseligkeit des Jenseits mit der Glückseligkeit des Diesseits auch verbunden ist, tatsächlich. Denn Gott will nicht die Verzweiflung der Menschen, und er will auch nicht ihren Untergang, ihren Tod, sondern er erschuf das Leben für sie. Er erschuf sie, praktisch er hat das Leben für sie erschaffen, um sie zu etwas viel Großartigerem zu führen, als das, was sie auf diesem Weg finden. Sondern damit sie sein Erbarmen geltend machen. Dafür hat er sie erschaffen. Und nicht damit sie seinen Zorn finden. Und in vielen Bittgebeten wird das, in einigen Bittgebeten wird diese Tatsache, diese Wahrheit auch wirklich minutiös auf den Punkt gebracht. Wie zum Beispiel in dem Bittgebet des Monat Rajab, in dem wir uns befinden, wo es heißt, zum Beispiel an einer Stelle des Bittgebetes gesagt wird, O du, den ich für alles Gute begehre. Und dann heißt es am Ende dieses Bittgebets tatsächlich, ich bitte dich, also ich richte meine Bitte an dich ist, dass mir alles Gute des Diesseits und alles Gute des Jenseits zu geben. Der Mensch soll also nicht verzweifeln, sondern positiv denken, handeln, fühlen und nach dem Besten streben. على هذه الأمور أو النقاط الأربعة التي ذكرتها حسب ما أتذكر نكران الذات مسألة يعني نكران الذات وأن يكون الإنسان معطاء والأمل أن لا يفقد الأمل ولا يصيبه اليأس وعدم اليأس في الحياة والنقطة الثالثة هو تغيير الباطن تغيير النفس من باب إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم والالتزام بالضوابط الإلهية في هذا المجال وفي كل مجالات الحياة والنقطة الأخيرة قلت أن الله سبحانه وتعالى لا يريد الفساد للإنسان وإنما يريد الله سبحانه وتعالى يريد الخير للإنسان في هذه الدنيا قبل الآخرة يعني يريده الله خلق الإنسان حتى يتكامل والتكامل هو من خلال حصوله على الخير والخيرات فمن هنا نبدأ في موضوع الحياة الموفقة سواء كانت في دائرة الحياة الزوجية
أو الدائرة التي هي أوسع منها وهي دائرة العائلة من خلال الأقارب والأرحام وأوسع منها الدائرة الاجتماعية يعني عندنا تصير ثلاث دوائر الدائرة الأولى هي الأسرة الدائرة الثانية هي العائلية أو الأقارب كما نعبر عنها والدائرة الثالثة الأوسع هي دائرة الاجتماعية فنحن يجب أن نهتم بكل هذه الدوائر يعني نهتم بكل هذه الجوانب لا أن نهتم فقط في جانب الأسرة ولا نهتم بالجانب الثاني وهو أو الدائرة الثانية اللي هي أوسع هي الأقارب أو نهتم بهذا الجانب ونترك الأسرة أو نهتم هنالك من يهتم في الجانب الاجتماعي ولكن لا يهتم في جانب الأسرة والأقارب مثلا تلاحظ الناحية الاجتماعية مثال أعطي على ذلك كيف يهتم في الجانب الاجتماعي مثلا تراه بعض الناس من الأحزاب فيهتم في الجانب السياسي ويذهب مع أصدقائه في الحزب ويهتم في هذه الجوانب وينسى أقاربه وأرحامه وزوجته وأولاده وكذا يعني ينسى الدوائر الأخرى فهذا ليس لديه ولو هو إنسان الآن أصبح رئيس وزراء ولو هو أصبح رئيس جمهورية الآن لكن هذا إنسان ليست لديه حياة موفقة الحياة الموفقة يجب أن تحتوي على هذه الدوائر الثلاثة كاملة Okay. Das heißt, wir haben sozusagen im Eingang der Thematik darauf hingewiesen, dass wir praktisch selbst, dass wir zu einer erfolgreichen Behandlung der Problematik des Familienlebens oder des Misserfolges im Familienleben, im familiären Leben einige Dinge bewältigen müssen. Wir müssen irgendwie diese Selbstsucht und diesen Egoismus überwinden. Wir müssen zu Menschen werden oder müssen uns zu Menschen entwickeln, die nicht nur nehmen, sondern auch geben. Vor allem, wir dürfen nicht verzweifeln, wir müssen hoffnungsvoll sein, wir sollen also optimistisch sein und nicht pessimistisch sein. Und wir müssen uns, natürlich Optimismus alleine reicht nicht, wir müssen uns auch an die Gesetzmäßigkeiten halten, die Gott gemacht hat und die sich nicht ändern lassen. Wir müssen dem Brauch Gottes sozusagen folgen und den Gesetzmäßigkeiten, die er in den Dingen erschaffen hat. Und wir müssen verstehen, was Gott von uns tatsächlich will, was er mit uns vorhat, dass Gott das mit uns Guten und nicht Böse meint und dass er für uns also die Vollkommenheit möchte und nicht den nicht die Ermangelung, nicht den Untergang, sondern das Leben, nicht den Tod und so weiter und so fort. Und von hier ausgehen können wir die Thematik jetzt wirklich erst, das wollen wir die Thematik erschließen, und zwar in drei Kreisen. Der erste Kreis beschränkt sich auf das Familienleben von Mann und Frau oder auf die Familie Mutter, Vater, Kind. Wie wir schon sagen, die kleine Familie sozusagen. Und der zweite Kreis, der diesen Kreis umschließt, ist die Großfamilie, Familie im größeren Sinne, also Onkel, Tanten, Mütter, Großmütter etc. und so weiter und so fort. Während der noch größere Kreis dieses Familienlebens die Familie der großen Gesellschaft ist, also die Gesellschaft, die Society überhaupt darstellt dann. Und auch hier ist von vornherein zu bedenken, dass wir wirklich alle diese drei Kreise behandeln müssen und nicht etwa wie Parteikämpfer das oft machen oder den Fehler machen, dass wir beispielsweise in der Gesellschaft aktiv sind, nützlich für die große Weite, also für die groß angelegte Gesellschaft, also nützlich sind, während wir unsere eigenen Familienmitglieder im kleineren Kreise vernachlässigen ungerecht oder unfair behandeln. فلذلك نبدأ بالحياة الزوجية كيف يجب أن تتكون الحياة الزوجية الحياة الزوجية هل من أجل إرضاء النفس يعني أن أرضي نفسي هل من أجل راحة نفسي أساسا الحياة الزوجية هي بداية الراحة أو بداية العناء أنت ابحث لي عن إنسان تزوج وارتاح في هذه الدنيا سواء من الرجال أو النساء أو ابحث لي عن إنسان تزوج
حصل على أمنياته 100% في هذه الدنيا. فهذه النقطة يجب أن شوي نبحث عنها يعني أكثر وأبحث فيها بشكل بسيط يعني. فمثلا نسأل بعض الشباب لماذا تريد أن تتزوج؟ فيقول أريد أرتاح، وهذا أمر غير ممكن، هذا أمر محال. الدنيا ليس الراحة المقصود الراحة الجسمية والراحة لا، وحتى الراحة الفكرية ربما يفقدها الكثير من الناس. هنالك آية في القرآن جميلة تقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. هنا ولكن الله يعني ماذا؟ يعني في الواقع لا يمكن أن تكون الألفة، والألفة توجب الراحة، الألفة توجب الطمأنينة، الألفة هي التي توجب السكينة. هذه الألفة لا يمكن أن تكون إلا من خلال الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى والإيمان به والمخافة به. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. فهنا إذا أردنا الراحة الحقيقية، إذا أردنا الرضا الحقيقي، فلا يمكن أن يكون إلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Beginnen wir deshalb mit dem Kern der Familie, der sicherlich aus Mann und Frau besteht, also mit den Ehen. Ganz zu Anfang stellt sich die Frage, oder drängt sich die Frage auf, warum heiraten wir? Warum heiraten wir? Das ist eine interessante Frage und wir sollten diese Frage immer wieder auch stellen und sehen, was wir für Antworten erhalten. Wir haben diese Frage wurde oft gestellt und man bekommt erstaunliche Antworten zu hören. Wofür heiraten wir? Zufriedenheit zu finden, um unseren Frieden, unsere Ruhe zu finden. Wozu heiraten wir? Können wir auf einen Menschen zeigen, überhaupt in unserer Lebenserfahrung, der geheiratet hat und der rundum zufrieden und glücklich geworden ist? Der das gefunden hat, was er gesucht hat? Oder ist es nicht vielmehr so, dass gerade mit dem Familienleben eine größere Anstrengung im Leben beginnt, dass größere Verantwortung auf uns lastet, dass wir größere Herausforderungen annehmen müssen, dass wir größere Anstrengungen verbringen müssen. Und er wird nicht oft erwähnt von Leuten, dass das Ledigsein sozusagen also als ein Königsdasein sei und so weiter und so fort und dass das Eheleben also ein entbehrliches Leben ist. Wofür heiraten wird, wirklich? Im Koran gibt es eine Aya, die unterstreicht, dass der Mensch ganz gleich, was er spendet oder was er ausgibt, was er bereit ist zu geben, er wird es nicht schaffen, zwischen zwei Menschen zu verbinden oder zwischen zwei Menschen eine Verbundenheit herzustellen. Und da wird gesagt, würdest du alles, was in den Himmeln und auf der Erde ist, ausgeben, du würdest nicht zwischen ihren Herzen eine Verbindung bauen können. Jedoch Gott hat ihre Herzen miteinander verbunden. ولكن الله ألف بينهم. Gott hat sie untereinander, also Gott hat sie zusammengebracht, hat sie zusammengeschweißt. Aber du kannst ihn nicht zusammenschweißen. Und wenn du alles, was im Himmel auf Erden ist, ausgeben würdest dafür, spenden würdest auf diesem Weg, du wärst dazu nicht imstande. Das heißt, dass der Mensch letztlich nicht durch materielle Güter, durch irgendwelche Güter, durch irgendwelche Besitztümer, durch irgendwelche Versprechen, durch irgendwelche Sicherheiten, durch nichts in der Welt eigentlich zufriedenzustellen ist, ausgenommen, so wie der Koran unterstreicht, ausgenommen ist das Gedenken Gottes und höret, Achtung, ja, da kann man auch so sagen, Achtung, im Gedenken Gottes finden die Herzen tatsächlich, also die Zufriedenheit oder die Geborgenheit. نظرتنا في الحياة الزوجية من المنطلق الإسلامي هو عبارة عن الانتقال من مرحلة اللامسؤولية
إلى مرحلة تقبل المسؤولية أو تحمل المسؤولية. فمن هنا الإنسان الذي يتحمل المسؤولية هل يعني المقصود هو أن يحصل على الراحة وليس عليه أي يعني ليست عليه أي مسؤولية في الحياة؟ بالعكس، الإنسان قبل أن يتزوج تقريبا هو مطلق العنان، لكنه بعد الزواج ينتقل إلى مرحلة المسؤولية. ثانيا، النبي صلى الله عليه وآله وسلم جعل الزواج عبارة عن عبادة وسنة، حيث يقول النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني. يعني لاحظوا كم خطورة الحديث. فهنالك البعض من لا يرغب في الزواج فينطبق عليه هذا الحديث، يعني الذي لا يرغب فيعني ينفي مسألة الزواج، فإنه يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وآله. ونحن نعتبر الزواج عبادة كالصلاة، الصلاة عبادة، الزواج عبادة، الأكل عبادة، الشرب عبادة، كل مجالات الحياة يمكن أن تكون عبادة، لكن بشرط أن تكون ضمن الإطار الكتالوج الإلهي كما يقولون، الإطار يعني هذا الدائرة ما يرتبط بالضوابط الإلهية. حينئذ هنا الإنسان يستطيع أن يحصل على حياة زوجية. طبعا هذه واحدة من النقاط، وهناك نقاط أخرى سأبينها. فإذا نظرتنا للحياة الزوجية هي انتقال من اللامسؤولية إلى المسؤولية. والنقطة الثانية، ننظر إلى الحياة الزوجية هو رضا الله لا رضا النفس، يعني العبادة. العبادة. Das führt uns also natürlich vor die Frage, welche Sicht oder die Ehe oder die Ehe aus Sicht des Islam, aus islamischer Sicht. Zusammenfassend können wir sagen, dass die Ehe aus islamischer Sicht ein Schritt ist von einer niedrigschwelligen oder geringen Verantwortung zu einer wirklich großen Verantwortung. Von einer niedrigschwelligen Verantwortung zu einer sehr großen Verantwortung. Oder von einem Zustand, in dem man keine Verantwortung trägt, in einen Zustand, um es buchstäblich zu übersetzen, in dem man erstmals eine große Verantwortung auf sich nimmt. Also kein egozentrischer oder selbstsüchtiger Schritt im Grunde aus Sicht des Islam in diesem Sinne des gesellschaftlichen Vorgehens. Der andere Punkt ist der, dass der Prophet selbst die Ehe zu seinem Brauch erklärt hat und nicht nur zu seinem Brauch, sogar zum Brauch aller Propheten erklärt und gesagt, dass die Ehe zu seinem Brauch gehört. Für wahr, die Ehe gehört zu meinem Brauch. Wenn man reibe an Sunnati, wer sich von meinem Brauch abwendet, der gehört nicht zu mir. Was diesen Schritt, diese Phase im Leben eigentlich zu einer Kulthandlung werden lässt. So wie alles andere auch zu einer Kulthandlung werden kann, Entschuldigung, wenn man sozusagen es zu einem Teil des göttlichen Kataloges macht, indem man natürlich die entsprechenden Voraussetzungen dafür erfüllt, also die Zufriedenheit Gottes anstrebt und nicht die Zufriedenheit des Egos. فالحياة انتخاب الحياة الزوجية لابد أن يكون ضمن هذه الضوابط التي جعلها الدين الإسلامي، وإن خرجت عن إطار هذه الضوابط وإن في الشكل هي تكون حياة زوجية، ولكن في الواقع مثل الآن الذين يتزوجون بشكل رسمي وبأوراق كما يقولون عند شو تسموه أنتو النطير أو الكاتب العدل نوتار نعم. ولكن في الظاهر هي مثل الإنسان الذي يقود سيارة بدون درايفينج لايسنس، بدون إجازة، ولكن وإنسان يقود السيارة مع درايفينج لايسنس، هي في العمل ما في فرق، يعني
هي حقيقة ظاهرية موجودة لا فرق بينهما، لكنه كل عاقل يعتقد بوجود فارق بين الاثنين، كالذي يدخل البلد بفيزا وبأوراق وباسبورت وبشكل رسمي، وشخص يدخل البلد أيضا بنفس الطائرة وعن طريق نفس المطار لكن تهريب وليس بفيزا ولا بباسبورت وإلى آخره. فقطعا العقلاء يقولون هنالك فارق. ربما هذا السؤال عند الكثير موجود، ما الفرق بين الزنا والزواج؟ الفارق في الظاهر، في الظاهر ليس هنالك فارق، لكنه في العمق هنالك فارق كبير. Das bedeutet, solange sich etwas im Kreise dieser Gesetzmäßigkeiten und dieser Regelungen bewegt, bewegt es sich sozusagen im Rahmen göttlicher Zufriedenheit, dann haben wir es mit einer Kulthandlung zu tun. Definitiv einem Akt, der zur Zufriedenheit Gottes dient und den Menschen dieser Zufriedenheit näher bringt und dieser tatsächlichen, wirklichen Geborgenheit. Andernfalls sollte sich etwas außerhalb dieses Rahmens bewegen, dieser Voraussetzungen bewegen, dann haben wir es äußerlich zwar mit derselben Sache zu tun, aber innerlich mit etwas ganz anderem. Dafür lassen sich, und dafür, dass also alle vernunftbegabten Menschen diesen Unterschied fassen können, lassen sich unzählige Beispiele aus unserem alltäglichen Leben anbringen. Nehmen wir den Führerschein, Autofahren ist Autofahren. Aber der Unterschied zwischen jemandem, der eine Lizenz zum Autofahren hat, einen Führerschein besitzt und der das sozusagen nach einer gewissen Qualifikation, nachweisbaren Qualifikation, tun kann und tut auch mit dieser entsprechenden Qualifikation, und der es eigentlich nur so dem äußeren Anschein machen kann, aber in Wirklichkeit überhaupt nicht wirklich erfolgreich Autofahren kann, ist ein Unterschied. Genauso haben wir das mit dem Visum, Einreiseerlaubnis und anderen Sachen mehr, oder denken wir nur an irgendwelche Berufe, die man ausüben kann, und wo man halt immer fachliche Qualifikationen braucht, die natürlich nicht nur Äußerlichkeiten sind, sondern fachliche Qualifikationen gehen in das Mark, sind wesentliche Voraussetzungen. Und das ist eben auch das, was sie für das Eheleben und das Familienleben brauchen. Was ist der Unterschied zwischen Unzucht und Ehe? In beiden Fällen kommen die Geschlechter zusammen. Und dem äußeren Anschein nach wird es keinen Unterschied geben. Aber der inneren Einstellung nach, der Zielsetzung nach, den Interessen nach, ist es etwas ganz Verschiedenes. أيضا نظرتنا للحياة الزوجية هو في الانتخاب هو التوافق، والتوافق ليس هي التشابه وليس المثلية، يعني أن يكون مثل بعض ويفكر مثل بعض ويحب مثل بعض ويكره مثل بعض، لا، وإنما التوافق هو عبارة عن نوع من التناسق نسميه. التناسق يعني بهذا المعنى مثل الألوان المختلفة، لكن هنالك ألوان متنافرة وهنالك ألوان متفقة، يعني في نوع من الاندماج مع بعض، يعني يمكن أن تناسب بعض عندما تضع هذا بجنب هذا، لكن عندما تضع ألوان متنافرة بهذا المعنى، يعني لا يمكن أن تقبل يعني بعض. فلذلك نلاحظ من ناحية نفسية الإنسان ينفر من هذه الحالة. فالحياة الزوجية أساسا هي تبتني على التوافق. التوافق مثاله هذه الأزرار، لاحظوا هذه الأزرار مع بعض مختلفان، صحيح؟ فإذا كانوا مثل بعض هل يكمل بعض؟ لا يكمل بعض. فإذا متفقان، مختلفان ولكن متفقان، هذا هو معنى التوافق. وفرق بين التوافق وبين ربما مختلف ولكن متفق. الآن تلاحظ هنالك معاهدات صداقة بين دولتين، بين ثقافتين، ومعاهدات الصداقة أو توافق الصداقة بين هذه الدولة وهذه الدولة، بين دولة شيوعية بالمرة لا تؤمن بالله وبين دولة إسلامية، يحصل هنالك توافق وليس مثل. أفرضوا
دولة فنزويلا اللي رئيسها تقريبا يميل يعني يساري يميل إلى الماركسية ويميل إلى الاشتراكية ومثل ذلك ومع الدولة الإسلامية في إيران هنالك توافق هذا التوافق ليس معناته أنه مثل بعض هذه نقطة ضرورية يجب أن نفهمها في الحياة الزوجية. Ein weiterer Punkt, der sehr, sehr wichtig ist, also ihn zu verstehen, für, um ein erfolgreiches Eheleben zu führen, ist das Einvernehmen der Ehepaare. Oder sagen wir, die Eintracht der Ehepaare. Gemeint ist keine Gleichschaltung. Wir reden nicht von einer, wir reden nicht von einer Homogenie, sondern Gleichschaltung, in der alles gleich ist. Das heißt, wenn der Mann weiß trägt, muss die Frau weiß tragen. Nein. Wir reden nicht von einer Gleichschaltung, sondern wir reden von einer gewissen Harmonie. Von einer gewissen Eintracht, die entsteht, so wie die Eintracht oder die Harmonie zwischen verschiedenen Farben innerhalb einer Kollektion. Es gibt Dinge, die sich abstoßen und Dinge, die sich miteinander vertragen, die in, sich sozusagen, die in einer gewissen Harmonie zueinander stehen. Verschiedene, so wie wir beispielsweise bei gemeinsamen Interessen auch eine gewisse Eintracht zwischen zwei ganz unterschiedlichen Regierungen zum Beispiel haben können, in der Welt der Politik beispielsweise, wo eine vielleicht linksorientierte Regierung mit einer islamischen Regierung zusammenarbeitet. Das ist eine gewisse Art der Eintracht, weil das bedeutet nicht, dass die einen so sind wie die anderen. Sie sind grundverschieden, aber sie ergänzen sich in dieser Sache, in der sie zusammenarbeiten, gegenseitig. Um also eine Ergänzung, sich gegenseitige Ergänzung und Vervollkommnung oder zu erreichen, wie sie aus islamischer Sicht wünschenswert ist, müssen Mann und Frau nicht gleich sein, sondern sie müssen in Eintracht miteinander. والذي يقول نحن غير مختلفين هذا مشتبه يعني لا تجد اثنان في الدنيا لا تجد اثنان حتى التوينكل حتى التوأم لا تجدهم لا تجدهم مثل بعض حد الأقل البصمة تختلف بصمة الإبهام بصمة العين تختلف فالله سبحانه وتعالى يقول إنا خلقناكم من ذكر وأنثى يعني خلقناكم من أمرين مختلفين فهذا أمر لا يمكن نفيه ولا يمكن حذفه أصلا Also wir können diese Wahrheit nicht von uns also übersehen, dass in dieser Welt sind nicht zwei gleich. Selbst Zwillinge haben unterschiedliche Fingerabdrücke. Also irgendwo sind immer Unterschiede. Ja? Ganz egal, wie ähnlich man sich sein kann, nicht zwei Menschen sind gleich und Gott hat unterstrichen und betont, dass er uns aus Mann und Frau erschaffen hat. Also aus zwei ungleichen Dingen eigentlich. وهنا تبدأ المشكلة الرجل يريد أن يبحث عن امرأة لا تختلف معه أبدا وأيضا المرأة تبحث عن رجل لا يختلف معها أبدا وهذا أمر محال والرجل يبحث عن امرأة ترضيه 100% والمرأة تبحث عن رجل يرضيها 100% لكن أين نجد ذلك؟ وهذا أمر غير ممكن لأن الإنسان في حالة تحول وتغير دائما يعني الإنسان هو ذواق الإنسان يحب التنوع ربما هو اليوم يرضى لكن من يقول لك أنه سيرضى غدا من يقول لك أنه غدا أو بعد ساعة ليس غدا بعد ساعة هو يبقى على نفس الذوق الإنسان متغير في الذوق متغير في الرغبات فلذلك دائما تراه في حالة التنوع ربما في الوهلة الأولى يرغب في شيء لكن بعد فترة من الزمن لا يحب ذلك الشيء Und hier entsteht in der Regel das Problem. Mann und Frau gleichermaßen suchen nach einem Ehepartner. Die Frau nach einem Mann, der Mann nach einer Frau, die ihn zu 100% zufriedenstellt, zu 100% glücklich macht, zu 100% zu ihm passt. Und das ist natürlich eine Mission Impossible, also eine unmögliche Mission,
und niemand wird dieses Ziel je wirklich erreichen und das macht die meisten Menschen von vornherein ziemlich unglücklich und unzufrieden. Warum? Menschen sind Menschen und Menschen sind Wesen, die ständig in Veränderung sind. Heute mögen sie das, morgen mögen sie was anderes. Selbst wenn ich jetzt jemanden finde, der 100% das gleiche Essen mag wie ich, 100% die gleichen Dinge tragen mag wie ich, also der mir 100% entspricht für diesen Moment, ist nicht garantiert, dass er mir nach einem Tag, nach einer Woche, nach einem Jahr immer noch in allem zustimmt und immer noch durch meine Augen die Welt sieht. Nein, er guckt durch seine eigenen Augen, hat seine eigenen Interessen und Vorlieben und da sind die Verschiedenheiten eben auch schon gegeben und wir können nicht etwas finden, was 100% uns gleich ist. فسؤال عندي الإنسان الذي هو اختيار نفسه بيده هل تجد إنسانا أرضى نفسه 100%؟ أنت نفسك استطعت أن ترضي نفسك 100%؟ تجد إنسانا في العالم هكذا؟ وهذا أمر محال يعني أنا شخصيا غير قادر على إرضاء نفسي فكيف أريد الآخرين أن يرضونني ومئة بالمئة يعني هذا أمر يعني لم أقل يعني محال فهو شبه محال. Um das Ausmaß dieser unmöglichen Mission einfach mal kurz runterzubrechen auf eine einfache Frage, wenn wir uns fragen, wie sehr sind wir mit uns selbst zufrieden? Wie sehr können wir uns selbst zufriedenstellen? Kann jemand in den Spiegel schauen und sagen, ich kann mich 100% selbst zufriedenstellen? Was erwarten wir von anderen? Warum erwarten wir von anderen Menschen, dass sie uns zu 100% zufriedenstellen, wenn wir selber nicht in der Lage sind, uns oder geschweige denn andere 100% zufriedenzustellen? فالذي يجمعنا أرجع إلى تلك النقطة فقط وفقط نبحث الزوج يبحث الرجل يبحث عن امرأة ترضي الله والمرأة تبحث عن رجل يرضي الله حينئذ تنحل المشكلة الجامع المشترك هو هذا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Aus unserer Sicht der Dinge, unserem Blick auf die Welt und die Wirklichkeit oder das, was wir von der Wirklichkeit wahrnehmen, gibt es eigentlich nur eine einzige konsequente Lösung. Was ist das, was uns wirklich vereinen kann? Was uns wirklich vereint mit unserer Unterschiedlichkeit? Vereint ist die Zufriedenheit Gottes. Das heißt, findet der Mann eine Frau, die die Zufriedenheit Gottes zum Maßstab erklärt oder sich dem Maßstab der Zufriedenheit, der Gottes Zufriedenheit beugt und der Mann auch, die Gott zufriedenstellt, die die Intention hat, Gott zufriedenzustellen. Und der Mann eine Frau gleichermaßen, dann haben sie einen gemeinsamen Nenner gefunden, an dem sie sich orientieren können. Und in dieser gemeinsamen Orientierung entsteht eine Eintracht in Harmonie. وأكتفي بهذا المقدار وبحثنا إن شاء الله يستمر في الدرس القادم بعونه تعالى في نفس الموضوع إن شاء الله ونأمل إن شاء الله في عدة جلسات هذا الموضوع نحاول أن نعطيه حقه وهو موضوع عميق طبعا ليس موضوع بسيط ونحن بحاجة المتزوج وغير المتزوج هو بحاجة لهذا الموضوع وفي كيفية الانتخاب انتخاب الزوج والزوجة في علاقتنا مع في تربية الأطفال وأيضا مسألة الإنجاب وما هو الهدف من الإنجاب إنجاب الأطفال ثم الأحكام التي ترتبط بالحياة الزوجية من الحدود الشرعية بين الزوج والزوجة وطبعا هنالك بعض الأمور لا نستطيع أن نذكرها في مجالس عامة وإنما تحتاج إلى مجالس خاصة وهنالك أيضا ما يرتبط بواجبات الزوج وواجبات الزوجة وواجبات الأولاد وواجبات الوالدين تجاه الأولاد هذه كلها أمور حددها الدين الإسلامي ونحن كثير ما نلاحظ الآن في مجتمعنا المسلم مع الأسف الزواج دين على الدين كالزراعة على الدين من دون برمجة على العفوية يريد أن يتزوج ولكن لماذا؟ ما هو الهدف؟ كيف ما هو برنامج الحياة الزوجية في المستقبل؟ كذا كثير من هذه الأمور لا يعرفها الشاب ولا الشابة فلذلك يعني مثل الذي يعني يبعثوه للتجارة وهو لا يعرف شيء من التجارة أو يجعلوه في منصب سياسي وهو لا يعرف شيئا من الأمور السياسية
فتبدأ المصيبة هنا ويبدأ الأمر ونسأل الله التوفيق والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد Also, wir werden an diesem Punkt demnächst fortfahren. Die nächsten Treffen, zu denen wir euch natürlich einladen werden, zur gegebenen Zeit, wollen wir diese Thematik weiter verfolgen, die natürlich eine sehr tiefgreifende Materie darstellt, an der alle einen Bedarf haben, ein Interesse. Sowohl die Verheirateten als auch die Unverheirateten oder umgekehrt. Und wir werden uns im Rahmen natürlich, um der Thematik gerecht zu werden, natürlich ausführlich mit diversen Fragen beschäftigen, die die Kinderplanung betreffen, die Erziehung betreffen, geschlechtsorientierte besondere Fragen, die natürlich auch vielleicht in besonderen Sitzungen geklärt werden müssen, also geschlechtsorientierten oder separaten Sitzungen, und natürlich die Rechte und Pflichten von Mann und Frau, die sie gegenseitig oder die sie füreinander oder wiedereinander besitzen oder nicht. Um einem Missstand entgegenzuwirken, der heute mehr als verbreitet ist. Ein Zustand, in dem die Ehe oder die Wahl des Partners zur Ehe mehr so einem Lotto-Toto-Spiel gleicht, also so ein bisschen Milli Piango technisch ist. So wie dem Glücksspiel ähnlich kommt. Und das ist natürlich keine Lösung. In diesem Sinne beenden wir das heute hier und hier und Gott segne Mohammed und seine Familie.